Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur 11. Ausgabe vom Löwenherz-Tagebuch. Ja, schon 11 Stück und weißt du, was das Geile ist, Mev? Die erste ist noch nicht mal online. Online, ja, ich weiß. Aber es sind schon, also 10 Stück sind schon, also sind online, nur noch nicht freigegeben. So, wo ist denn jetzt der Mev? Ich habe mir Kompass geklaut. Ja, komm, rein. Ich weiß, ist ja kein Clown, ist ja Gemeinschaftsding hier. Ja, Gemeinschaft. Als erstes müssen wir tanken fahren. Ja, auch nicht schlecht. Machen wir Ich direkt bei brauche Plus-Pauschale. fast Snickers und so. Heute ist ja Karfreitag und alles hat zu außer Tanke. Also Attacke. Ist es unchristlich, an einem Tag wie Karfreitag ein Spiel mit Untoten zu spielen? Da könnte man jetzt drüber streiten, ne? Also meine Oma würde sagen, auf jeden Fall. Ne, weil am dritten Tage auferstanden von den Toten, bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Was ist jetzt Meinst du, gerade? würdest du jetzt sagen, dass Jesus ein Zombie ist? Das habe ich nicht gesagt. Das ist jetzt eine, das ist Blasphemie. Mev, das ist Blasphemie. Kreuzigt ihn, deabonniert ihn. Wenn ihr Christ Hey! seid und habt den Mev abonniert, dann gehört ihr dem Satan an. Ah! Leute, macht das Ja, weiß. das ist es. Das Mehr ist es. abonnieren ist unchristlich. Ja. Ja, und ich stehe dazu. Ja, ist richtig. Also ganz unchristlich bin ich ja auch nicht. Nee, Nur du bist der weit Let's anders Player für als Gothics. Ist schon richtig. Mach weiter so. Nee, ach, ja. Nee, vorhin hatte ich euch doch erzählt, ne, mir ist was passiert und dann habe ich gesagt, nee, ich warte aufs Video, weil das kann ich auch mal an die Abonnenten weitergeben, wie kackendreist das war, ja? Ich stand an meinem Küchenfenster, gucke so raus, ne? Da rennt da jemand mit einem Hund lang, ne? So ein kleines Püppchen mit ihrem Freund, ne? So Schickeria-Lady, ja? Und hat ihr Handy in der Hand. Und ihr Hund setzt sich direkt bei mir auf den Rasen. Gut, die haben nicht gesehen, dass da Rasen ist, weil es liegt ja überall Schnee gerade. Und ein Haufen oder Und macht einen fetten Haufen dahin, sieht mich, ignoriert mich, ja? Also unterbricht den Blickkontakt und geht mit hoch erhobenem Haupt weiter. Ich war kurz davor, hinterher zu schreiben, können Sie mir, zu schreien, können Sie mir mal sagen, wo Sie wohnen, dann kacke ich ihn auch mal vor die Haustür. Ja? Ich bin ein bisschen sauer gewesen. Das macht man doch nicht. Hier, überfahr den. Der will mitfahren. Oh, das Huhn ist tot. Ja, der hat's verdient. Oh, guck, Oh, der oh, fliegt da, oh, der oh, fliegt da. oh, nee, der Oh. fliegt immer noch ganz komisch. Ja, da weiß ich nicht so sicher, wohin will, Nee, ne? das war ein Pinboy. Aber mal ganz ehrlich, wie findet ihr das, ne? Wenn ihr Leute irgendwo seht und der Hund kackt dahin. Ich meine, das kostet doch auch Ordnungsgeld eigentlich, ne? 15 Euro Ja. oder so? Man muss ja Ja, es dazu kommt doch an, sagen, wohin, also. dass das ja noch eigentlich derbstes Privatgelände ist, ne? Bei dir Ja. da. Na. Ist Privatgelände, aber freigegeben für die Öffentlichkeit, um rüberzugehen. Ja, genau. Ne? Ich wohne ja auf einem Gutshof, das wissen ja die Abonnenten, auf so einem großen Gut halt, wo man von A nach, also da kann man einfach rübergehen, um abzukürzen, und das machen auch viele. Aber die haben mir direkt vor die Haustür gekackt. Und dieser Hund hat mich dabei auch noch angeguckt, ne? So, Der Hund war der Dreiste, ne? der Hund war richtig Der Hund, dreist. sag mal, ja. Aber muss man heutzutage nicht diese kleinen netten Beutelchen dabei haben, die Scheiße von seinem Hund mitnehmen und dann zu Hause in die Würdest du Mülltüte das machen? machen? Das machen aber die wenigsten. Ich habe das früher gemacht, ja. Also ich glaube, ich würde das nicht machen. Du würdest Aber ihn ich würde, scheißen lassen? ja, ich würde meinen Hund aber auch auf eine Wiese hinscheißen lassen, wo es in Ja, Ordnung genau ist. so sehe ich das auch. Ja, aber Also wenn auf der Hund eine. wirklich irgendwo hinkackt, wo es sich nicht gehört, Ja. dann muss ich das doch wegmachen. Dann ziehe ich eine weiter, dann kackt er halt nicht. Ja, Muss unser er Hund lernen, dass er sich damals. das noch aufsparen muss. Na, Unser sie. Hund damals hat das aber anders gemacht. Der hat dann im Laufen geschissen. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Mav-Style quasi. Ja. Das sah ganz Mav-Style, lustig im aus. Laufen scheißen. Ist Mav-Style. Opa Mav-Style. Hupa, Mav-Style. Sollen wir hier nicht im Laden vorbeigucken oder was? Ja, Das auf liegt dem nicht daran. Rückweg, wir Erstmal tanken wollte er doch erstmal. tanken. Ah, alles gut, alles gut. Gutes SUV. Wie viele haben wir davon jetzt? Zwei? Zwei, glaube ich, ja. Ist ein gutes Fahrzeug. Schade, dass der Pseudo vorhin abgedampft ist. Genau in dem Moment, wo ich kam wohl. Oder kurz davor. Ja. Muss man jetzt nur warten, ne? Ja, und hoffen, dass die Zombies einen jetzt nicht Ah, hier. ansonsten fahre ich weiter und lock sie weg. Oh, klappt gerade Ja, ganz klappt gut. ganz gut. Bis auf den Ja, dann suche Krabbler, ich der da einmal hinten raus. links Soll ich kommt. einmal raus und einmal kurz ein bisschen. Nee, klappt echt gut. Die haben es nicht. Also, Halunke hat genau im richtigen Moment den Motor geclosed, wollte ich gerade sagen. Ja, gleich ist er voll. Mir fällt gerade auf, dass ich mal was futtern muss hier. Ich habe gerade Pistazien gefressen wie ein Blöder. Und da war ich sauer, dass sie für jeden Scheiß, ne, irgendwelche asiatischen, Da kommt einer, ne?
irgendwelche asiatischen Leute verpflichten, ne, so kleine Mini-Arbeiten zu machen, aber Pistazien muss man sich selber aus der Packung fummeln, ne? Da war ich ja ein bisschen sauer. Gott, war ich sauer, ey. Und dann hast du da so eine volle Schale mit Hülle und dann guckst du drauf nochmal auf die Verpackung und dann steht da, ne, Gewicht so und so viel. Das, was ich gegessen habe, das war ein minimales Gewicht. Diese scheiß Hülle ist so schwer. Denkt aber immer keiner dran. Ja, ich muss mehr Klartext-Videos machen, ich merke das schon. Ich merke schon, ja. Ich muss mich auskotzen. So, aussteigen. Jawohl, Sir, ich habe einen Sniper. Hier ist Ausgangspunkt. Also hier in die Hallen rein. Und dann hinten durch zum Supermarkt, ne? Dann los, wo sind die Hallen? Ja. Na. Hier hinter uns. Hoffentlich kriege ich noch meinen coolen Skin. Denn der Vendetta, der hat jetzt auch gespendet, also für den Server. Zum Wochenende sicherlich. Ja, das denke ich auch. Und Halunke, ist das dein Skin dann cooler? Ja, das ist der 8-Euro-Skin. Der 8-Euro-Skin, ja. Gibt's auch noch einen 16-Euro-Skin? Nee, 15 Euro. Ja, ab 15 Euro. Man kann ja so viel spenden, wie man will. Rein. Ja. Ich habe einen Reifen. Ja, das ist cool, einstecken. Ich habe eine Werkzeugkiste nämlich auch mal mit. Kann man ja auch nie genug haben. Warte mal, wenn du hier machst, dann gehe ich mal weiter irgendwo. Kanaster. Brauchen wir auch noch, ne? Ja. Also 2 Stück auf jeden Fall. Aber brauchen wir später ja sicherlich auch noch mehr. Na, oh. Scheiße, der Zombie hat mich gerochen. Oh. Ich wechsle mal auf die M1911, die ist ein bisschen leiser. Was machst du da drin, Mav? Ich warte, bis er dem Eingang... Ich war das, ne? Ja. Ich will nicht schießen, weißt? Ja, schon. Aber M1911 hören sie doch nicht. Oder doch? Doch, also hier auf der DZ-Version hören die Zombies ganz schön gut. Ja, da kommen sie schon an. Mal gucken. Da ist der Kanaster. Also Kanaster und ein Rad. Das ist doch schon mal ein Anfang. Aber Ficklichter brauchen wir noch. Was ist denn mit Panzersperren? Sollen wir die jetzt auch mitnehmen, immer? Wir haben Supermarkt, Mev? Ja. Denkst du, das haut mich hier schon wieder. Und Alex auch da? Nee, ich bin noch in den Hallen. Alter, hier ist einer mit der Axt, der rennt gerade weg. Ein Typ oder was? Ja. Los, lass ihn uns packen. Ja, er rennt gerade Richtung Hallen. Okay. Ja, ich sehe ihn. Er ist links abgehauen. Ja. Yes! Okay. Hab ihn. Ich bin voran. Voran. Oh, ich werde gerade gehauen hier. Boah. Also, dann gehe ich jetzt mit der Zug zum Supermarkt. Oh, jetzt kommen so viele Zombies. Er hätte der eine Waffe gehabt, der hätte einen von uns weggerotzt auf jeden Fall. Ja, und jetzt rotzen wir einfach mal die Leute weg. Kennen wir so, ja nichts. Kacke ohne Name-Text, das sollten die mal ändern. Ja, das stimmt. Alter, aber den habe ich relativ schnell gelegt mit der 1911, ne? Da habe ich echt nur 2 Mal hinterhergeschossen. Vielleicht hat er auch nicht mehr viel gehabt, das weiß man ja immer nicht so. Ich schleiche jetzt mal hin zu seinem Leichnam und ja, gucke mal, was er dabei hatte. Wenn ihr noch irgendwo einen Rucksack seht, nee, ist ein kleiner, so ein Scheiß. Könnte man einen Rucksack gebrauchen? Oh, mir wurde gerade geschrieben. Pommeslieferant? Nee. Oh nein, ich werd geboxt. Neben TS, wahrscheinlich vom Admin, weil ich doch gespendet habe. Sollten mal hier weg, hier ist jetzt erstens nichts mehr und zweitens weiß man ja nicht, ob noch Exos kommen. Ja, aber ich würde gerne den Pommeslieferanten noch ausrauben. Hä? Aber ich kam nicht ran, weil die Zombies so schnell waren. Lock sie mal weg. Oh, scheiße, ist schon wieder einer an mir dran. Ah, oh nein, ich blute. Wie viele Maps haben wir in dem Base? Ich guck mal, was der dabei hatte. Ich kann die nicht ablenken irgendwie. Oh shit, das geht nicht. Hat jemand von euch Bandagen? Warte, ich komm auch mal. Hast du Bandagen oder was? Ich hab Bandagen. Renn in der Halle. Ja, ich renne in die Halle. Alter, wie viele Zombies hier auf einmal sind. Ja, weil ich geschossen habe. Das ist ja unverschämt. Ich kann sie damit alle weglocken. Aber ich glaube, der hatte nichts, er hat nur eine Axt in der Hand gehabt. Ja, aber vielleicht war das die einzige Waffe, aber vielleicht hat er ja trotzdem was Cooles am Start. Ich muss auch mal eben weg. Ja, ab in die große Halle, Mav. Müssen wir hinkrammeln vielleicht. Und im Endeffekt haben wir ja auch nur unser Auto verteidigt. Weil das hätte der uns gemobst. Mhm.
So, bin in der Halle. Ja, wo bist du? Hinter dir. Komm. Verbinden? Ich komme euch auch. Geht nicht. Doch jetzt. Und Blutpack brauche ich auch schon. Gut, dass ich eins eingesteckt habe. Soll ich es hier hinlegen? Übrigens, von den Fleischsorten, ja, legst du hin. Von den Fleischsorten her gibt es ja auch enorme Unterschiede, ne? Also Hasenfleisch ist richtig nahrhaft, da kriegst du richtig viel Blut bei. Aha, okay. Ich glaube, du musst mal weggehen, ich kann es nicht aufheben. Ihr seid hier in der großen Halle mit den Containern, ne? Ja, ich sehe es gar nicht, Halunke. Ich sehe es, aber ich krieg's nicht aufgehoben. Jetzt sehe ich es. Blutkonserve nehmen, ich sehe es zum Aufnehmen. Ich bin's. Merv, kannst du die Blutkonserve aufnehmen? Ah, jetzt kann ich auch. Okay. Soll ich jemandem was geben, oder was? Ja, gut. Mit der Sniper auf dem Rücken, ne? Mhm. Jetzt Mav gebe. Nee, ich bin schon zurückgegangen. Thomas Lieferant ist aber ein guter Name. Finde ich sehr lustig. Kriecht jetzt wer hin? Ja, ich versuche jetzt hier rauszukriechen. Komm mal mit. Oh. Alter, hier draußen ist ja Zombie Island. Oh, scheiße, hier geht's nicht weiter. Warte, ich renne jetzt mal um die Halle herum. Auch. Hast du noch ein paar Bandagen einstecken? Einmal gehauen wurden, ja, ich habe noch drei Stück jetzt. Ja, so ärgerlich manchmal, ne? Ja, es gibt auch, glaube ich, Unterschiede, wie doll du verletzt bist, ne? Manchmal blutet man ja richtig ab, ne? Ja, aber manchmal bist du ja schon geschlagen, bist schon ohnmächtig. Aber bei mir war ja die Hälfte weg fast. So, ich hole schon mal das Auto, ja? So, bin ich losgeworden? Durch die Häuser, ne? Da ist der Einkaufsladen. Oh, wer läuft denn da hinter mir noch? Ich bin das. Auf Mav, ja, ich hatte mich doch gebückt, damit die weg sind. Ich bin doch auch gebückt. Ihr müsst hinkriechen am besten. Ja, das gebückt wird man auch voll weit gesehen. Na, jetzt rennst du. Nein, ich werde schon wieder gehauen. Oh, Alter, verpiss dich. So, jetzt ab hier in den Leichnam. Ausrüstung. Ich beeile mich einfach. Dose Cola, Hatchet, Schmerzmittel nehme ich mit, Bandagen nehme ich mit. Dann habe ich das Problem nicht mehr. Jagdmesser hat er auch dabei, nehme ich auch mit. Taschenlampe, Pack, bla. Geh nochmal schnell in die Küche. Nein, ich habe meinen Rucksack abgelegt, ah! Ja, wir müssen uns ordentlich absprechen, was wir machen, gerade wegen den fehlenden Nametags. Ich habe meinen Rucksack abgelegt, ich Idiot. Ich laufe hier einmal ganz rum, damit ich jetzt noch nicht loswerde. Okay, mich boxt gerade keiner, ich habe Glück. Also, die boxen hier zwar schon, aber treffen mich nicht, das ist voll lustig. Ich kann hier gerade ohne weiteres looten. Hier ist der Zaun, wo war denn Zaun? Orientierung. Ach, das ist die Karre. Okay, dann weiß ich. Sitzt du im Auto? Nee. Komm jetzt, ich laufe jetzt zum Auto. Bei dir auch so, Alex? Warte. Bin gleich soweit. Wer rennst du da draußen rum? Ja, ich renne ums Auto draußen rum, damit ich schon mal da bin. Leiche verstecken. Ich komme nicht an meinen Rucksack, wo ich gerade die Magazine reingetan habe. Ich höre ein Auto. Seid ihr das? Von wo? Nee, wir fahren uns das nicht. Komm rüber. Hier im Supermarkt. Ich komm zu unserem Auto. Okay. Ja, wollen wir wegfahren? Oder jagen? Naja, warte. Lass einfach mal zu der Leiche von dem gucken. Leiche von wem? Naja, von ihm. Vielleicht sind das andere Exospieler. Brauchen wir Glas? Ja, warum nicht? Ah, Mann, jetzt wurde ich getroffen. Müssen Morphium geben. Wo ist denn das Auto? Das mein also wenn wollen wir da hinfahren oder was? Sollen wir Mav abholen oder was? Geht schon. Ich komm. Ich muss ihn nur kurz. Ich komm. Okay, ich habe keine Zombies mehr hinter mir. Aber ich habe das Auto da gehört, ey. Das war voll heavy gerade. Wie weit seid ihr weg vom Auto? Ich bin jetzt gleich am Auto. Ja, ich auch. Ich steig schon mal ein, ne? Ich nehme mal die andere Waffe. Dann fahren wir, ja? Ja.
Okay, los. Bin drinnen. Okay, hier muss irgendwo einer langgefahren sein. Wir müssen gucken. Weißt du, aus welcher Richtung? Jetzt uns, nee, ich war in der Leiche und, Ja, der ist vielleicht auch nur durchgefahren. Vielleicht, ja. Aber es wurde auf einmal viel, viel leiser. So, als ob jemand Motor ausstellt. Also hier nach links gucken unbedingt. Steht aber kein Auto, ne? Nee, ich sehe keins. Und dann fahren wir weiter, ne? Ja, vielleicht sind die auch zum Airfield gefahren oder so. So, in die Richtung hier? Ja. Also vielleicht sind die hier einfach geradeaus weiter. Und wenn keiner von uns im Auto saß, dann war das ein Gegner. Wir halten jetzt noch mal hier oder wollen wir weiterfahren? Wir können auch noch reingucken. Ach so. Ja, hier gibt es immer noch schöne Autoteile. Ich sitze nicht hinten, das heißt, ich kann meine Ausrüstung also hier jetzt gerade nicht ins Auto legen. Ne? Das muss ich. Ah, hier versteckst du das Ding. Sehr gut. Okay, dann mache Ja, ich. wir können ja gleich mal Oh, switchen, dass scheiße. du da hinten sitzt. Nö, ist doch egal. Kann ich doch auch hier die Ausrüstung reinpacken. Vorsicht, das Na. rutscht, ne? Nicht, dass du. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ausrüstung. Nicht, dass du dir was berüstet So, oder sowas. Panzersperre. Das Rad rein. Und den Kanister rein. Ich lauf mal in die linke Halle, ne? Ich bin rechts. Da haben dich Zombies gesehen, glaube ich. So, jetzt packe ich mir noch mal hier. Aber hat sich für mich gelohnt, der Typ hatte 1911er Magazine, die ich ja voll verballert habe wegen ihm. Es hat sich Was ist gelohnt. hier? Granate, Jagdmesser, nee. Wer von euch ist links in der großen? Ich bin links. Der läuft Okay. jetzt auch gerade links rüber. Da bin ich nämlich jetzt auch gerade. Aber hier ist leider nichts, Oben drin auch wenn nicht. in der Halle Oben ist nichts nichts. ist. Oben war ich schon. Okay, dann Na können wir gut, wieder zum dann Auto. genau. Ich würde auch gerne mal mit so einem Sniper einen Fahrer aus dem Auto schießen. Piloten aus dem Helikopter. Oder sowas, ja, auch total Ja. gut. Und dann muss man das natürlich auch auf Bond haben. Naja, ist ja an, ne? Ist ja an. Ist ja immer an. Ja, aber. So. Balle Sitze drin? ich jetzt Jo. hinten? Ne, ich sitze Nee. vorne. Na, es geht, ist egal mehr. Zeug ist hinten drin, also Kanister, Rad und Panzersperren sind hinten drin. Wollen wir mal hin? Wollen wir einfach ein bisschen durch die Gegend fahren jetzt? Ja, mach ruhig, wie du denkst. Wir können auch zur Factory fahren. Ja, ich werde mich da nicht einmischen. Ne, ihr Ja, wisst. Factory ist eine gute Idee, aber wir brauchen ja vorrangig Knicklichter. Ja, dann müssten wir. Hier in Vibo ist noch ein Supermarkt. Ja, oder wir müssten, wo rote Häuser sind. Beritz, wo sind noch solche roten Häuser? Außer in Beritz. Mir fällt immer Beritz nur ein, wenn es um rote Häuser geht. Was ist denn mit den mehrstöckigen? Mehrstöckigen. Mehrstöckige Häuser, wisst ihr, was ich meine? Die man so nah beieinander stellt. Meinst du die Mehrstöckig. Häuser auch? Ja, die meine ich, genau die meine ich. Also so Ja, Mehrfamilienhäuser. ich weiß gerade auch nur, dass die in Beritz sind und. Warte mal, ich gucke mal immer vom Map. Hä, was ist nach vorne rechts? Polizeiauto. Ja. Polizeiauto. Hast du so Wollen eine wir wenigstens Weitsicht mal dann? reingucken? Ja, los, fahr mal hin. Obwohl, das wäre auch eine schöne Stelle für eine Falle. Ist da jemand? Ich weiß nicht genau. Da hat sich irgendwas bewegt, ne? Ja, Ja. sah gerade so aus jedenfalls. Nee, ist hinten auf. Oder Ja, was aber ist das? trotzdem hat sich doch irgendwas bewegt. Warte, ich steig aus. Ja. Gib mir Rückendeckung. Ja, ich guck mich um. Ausrüstung da. Ich glaube, das ist hier gespawnt oder so. Wie sieht er denn aus? Was abschleppen? Braucht man nicht so ein Teil. Nee, ich glaube, es ist auch. Hä? Als Fahrer? Also ein Reifen fehlt auf jeden Fall. Alles heile bis auf Reifen. Ja, Okay. könnten wir reparieren, aber wozu? Ja, macht keinen Sinn, ne? Okay, weiter. Wir haben die guten Fahrzeuge. Ich glaube, wir brauchen uns auch nicht mehr auf Fahrzeuge jetzt gerade so versteifen, ne? Nee. Wir haben keinen Fahrzeugmangel. Knicklichter und Fahrzeugteile, also vor allem Räder brauchen wir immer mal. Ja, Ja. und was auch wichtig ist, sind natürlich Sandsäcke, die man aber, glaube ich, so gut wie gar nicht findet. Ja. Das sind diese platten Dinger, ne? So, Diese kann man ganzen wer anders übereinander fahren? Ich muss gelegten mal Platten. Ja, telefonieren. kann ich.
Okay, kann ich? Ja. Ja. Tja, wo fahren wir denn dann jetzt hin, Mav? Beretz? Ja, ich würde gerne, wenn du das sagst, ist das Beretz? Ja, würde ich sagen. Ich habe gerade überlegt, wo es die noch gibt, diese... Warte, dann setze ich den Punkt. Mehrstöckigen Häuser. Hier, Krasnostav hat das auch. Fahren wir nach Krasnostav und Beretz. Alles klar. So, 7 Kilometer. Ist ja nichts. Aber hier hat das nicht auch, Ne, Tscherno und Elektro haben sowas nicht, ne? Ich weiß, also die haben auch irgendwelche welche mehrstöckigen Häuser, ne? So ist es. Ich glaube, ich muss hier links ab. Du mal bei Beretz ran. Das müsste Alter, hier, warte hier, mal. Hier, Map. Was? Hier. Ich muss aus der Map raus, ja, ich sehe. Ja, los, spring mal ab, spring ab. Pack dir das Teil. Und heile? Moment. Ich glaube, kann man mitfahren, ja? Los, gib Gas. Folge mir. Das ist ein gepanzerter. Wheel geht nicht. Oh nein, was? Welches Wheel denn nicht? Oh, ich komme zurück. Warte mal, irgendwas funzt da nicht. Warte mal, ich fahre zurück. Moment. Ich komme nicht vorwärts. Ja, du hängst da an einem Stein, oder? Jetzt. Ja, ich versuch nochmal. Ich kann nicht vorwärts fahren. Komisch, aber sind doch alle Räder heile, oder nicht? Oder ist es rot, Wheel? Orange. Aha. Na, dann guck nochmal Ausrüstung nach. Zurzeit ist noch kein Zombie hier. Ob was drin ist. Das ist so ein gepanzerter Wagen, ne? Den Pseudo auch hat. Ja, ist was drin. Was? Viel? Also ein Kompositbogen. Ja, los, komm. Eigentlich. Nehmen wir alles mit. Ich komm ran. Pass auf, umpacken hier. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Das bringt Geld. Wo ist denn hier das? Ach, da. Okay. Ist nur der Bogen drin, sonst nichts? Nur der Bogen war drin. Achso, naja, gut. Wir haben genau noch 6666 Kilometer. 6666 Meter, nicht Kilometer. Voll die Zahl des Teufels mal nochmal 1000. Oh, da, vor und das heute, auf ne? Karfreitag. Alter, ja, das Scheiße. Geht ehrlich. Meine Oma wird wieder sein. Ja, deine Oma guckt Gott sei Dank kein YouTube, ne? Naja, wer weiß. Ja. Was die so macht in der Freizeit. Weiß deine Oma, wie du bei YouTube heißt? Nee. Meine schon. Guckt deine Oma? Nein. Meine Oma hat zwar ein Smart TV, aber weiß nichts damit anzufangen. Ach, ist das so, wo du YouTube gucken kannst und ja, so? Ja, genau. Da. Genau. Halunke, wir haben gerade so einen gepanzerten Wagen gefunden, den Pseudo auch hat. Aber da war leider was mit Wheel nicht in Ordnung und sonst war da so, aber voll... So einen gepanzerten Truck oder was? Ja, genau. Ja, brauchen wir aber auch nicht, oder? Fahrzeuge alle oder wie? Nein. Nee, aber Pseudo hat den gefunden und ist ganz stolz drauf. Ja, ich hab den mit ihm zusammen abgeschleppt. Ich fahre jetzt gerade Richtung Krasnostav und dann Beretz, ne? Weil Beretz ist ja nichts rot, dadurch, dass die Zelte da weg sind, ne? Ja, richtig. Weißt du? Ja, aber da... Oh, hier ein blauer. Das ist ein blauer, ja. Mal reingucken wenigstens? Nee, wir sollten eher so die Gegenden angucken, so wie hier immer, wo wir keine Gefahr haben, wo kein anderer kommt. Und da liegen ja Knicklichter da rum, ne? Okay, warte, ich bremse. Obwohl eine Stadt auch nicht verkehrt ist, weil dann haben wir ein großes Gebiet. Also weiterfahren, ja? Weiterfahren. Ja. Aber du kannst auch mal in so einem Kaffee halten, dann können wir einfach mal kurz durchstürmen und weiter. Ja, kann ich gleich machen. Also im nächsten Kaff wird gehalten. Im nächsten Kaff dann, naja. Und bei mir rüttelt es gerade ein bisschen. Also hier ist das nächste Kaff. Stelle ich das Auto ab gleich hier vorne oder was? Ja, aber hier gibt's glaube ich nichts, ne? Nee. Nee, macht keinen Sinn. Höchstens hier auf dem Pott oder in der Hundehütte oder sowas. Hier rechts. Guck mal da unten, das rote Auto. Soll ich mal reingucken? Ja, guck auf jeden Fall mal rein. Okay. Das ist Nerv jetzt. Guck ich mal auf die linke Seite, ja? Also erstmal gucken, ob es fluppt. Nee. Da ist nichts drin. Und läuft es? Das gucke ich jetzt. Na, aber brauchen wir auch nicht, selbst wenn es laufen würde.
Das läuft. Das läuft. Aber Mav kann auch hinterher düsen. Es ist doch viel cooler, guck mal, von einem Trabi verfolgt zu werden. Mav, hä? Dann gib mal Gummi hier. Mav, hast du einen Führerschein? Nee. Kann losgehen. Na los, Mav, komm. Hab ich einen Führerschein? Nee. Kann losgehen. Ja, mehr Voraussetzungen braucht man nicht. Kein Führerschein für DayZ. Oh, das wäre auch geil, ne? Wenn es in DayZ eine Führerscheinpflicht geben würde. Und dann musst du zur Zombie-Fahrschule. Und in der Zombie-Fahrschule musst du dann lernen, wie du mit einem Auto möglichst effektiv Zombies tötest. Das wäre cool. Und einparken musst du üben. Ja, einparken ist auch wichtig, du. Und Reifen wechseln. Und Reifen wechseln, ja. Wir müssen irgendwie bei der nächsten Gelegenheit mal rechts ab. Ja, ich glaube, auf der Straße hier war ich auch schon. Weil es baut sich gerade die Meter nach oben hin auf und nicht nach unten. Das ist Unsinn. Ich glaube, ja. Du kannst direkt wenden. Ah, dann nicht hier. Weil die bin ich nämlich auch schon gefahren. Ah, da vorne ist aber noch was. Komm, da fahren wir jetzt aber noch mal hin in das Kaff. Wollen wir nach Krasnostav fahren? Ja, Krasnostav. Da wollte ich doch hin. Ach so. Und von Krasnostav dann nach Beretz. Genau. Jetzt fahren wir aber echt in eine komplett falsche Richtung. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Komm, ich parke hier. Da ist gerade irgendwas runtergefallen. Aussteigen. Motor. Wollen wir hier stöbern oder was? Ja, natürlich. M1911. Und einmal hier dieses kleine Kaff abstöbern. Komm nicht raus. Da hinten ist ein Militärtruck. Ich zieh mir mal rein. Alter, hier stehen aber echt viele Fahrzeuge, ne? Ja. Das ist over. Over and out. Mal gucken. Ausrüstung. Toilette, da guck ich mal rein. Ausrüstung leider nix. Ah, jetzt liegen auch da. Der fährt auch, ne? Soll ich den lieber nehmen? Wheel ist rot. Er fährt nur rückwärts. Er fährt nur rückwärts. Okay, dann hört sich das. Aussteigen. Aber ihr habt noch einen Reifen hinten drinnen, ne? Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Ja, das ist Unsinn. Fahrzeugen haben wir alles, was wir brauchen. Habt ihr sonst noch irgendwo hier was gefunden? Naja. Naja, okay, dann fahren wir zurück. Gibt's nichts. Schade, dass man fahrtüchtige Fahrzeuge nicht ausschlachten kann. Ja. Das wäre richtig gut. Willst du wieder fahren, Alunke? Kann ich. Ich wieder passen. Kannst du ja mal gucken. Oder Mav, soll ich den roten fahren? Mir ist wurscht. Ah, dann mache ich einen Navigator. Können wir auch machen. Warum kann ich gerade meine Karte nicht sehen? Ihr wisst aber schon, dass ich über Dingsbums nicht... Ja, ja. Ich kann meine Karte nur gerade nicht sehen. Ja, langsamer auf der Straße, Mev? Ja, auf der Straße komme ich mit. Ja. Halunke, ich muss mal kurz aussteigen. Meine Karte ist weg. Ich habe doch noch den Punkt gesetzt, aber meine Karte ist weg. Hast du gerade irgendwie im Truck gelassen oder so? Ich legte mal meine ins Auto. Warte mal ganz kurz. Fahrt ihr jetzt mitten durch die Pampa? Nee, wir sind doch hier wieder auf der Straße. Aber umgedreht oder was? Oh, ich habe meine Karte in den Kofferraum getan, ich Idiot. Nein, da habe ich gerade meine reingelegt. Ach so, okay. Habe ich doch gesagt, du sollst die nehmen. Aber warum ist meine Karte weg? So. Ich komm. Wo sind wir denn jetzt gerade? Das ist natürlich... Mav. Ich komm. Hab eben gedreht. Warte, das lässt sich rausfinden. Oh, guck mal, in Gwozno, da ist gerade ein Gegner. Wollen wir da hin? Warte, ich überleg gerade, wo wir sind. Vibor durchgefahren. Dann weiß ich es nicht so. Movi. Ja, irgendwo. Ich brauche ein GPS. Ja, wir fahren gleich. Alter, hier lass nach Gwozno. Und lass uns die Typen wegschießen. Ich hab einen Sniper. Ich versuch gerade mal rauszufinden, wo wir eigentlich sind. Eigentlich wollten wir doch. Also wir haben noch 6 Kilometer in die Richtung. Wenn wir 6 Kilometer in die Richtung haben. Da müssten wir doch hier irgendwo sein. Mal gucken. Petrovka. Ja, Mensch, ich habe genau richtig getroffen. Alter, bin ich gut. Wir sind gerade aus Petrovka. Wo ist das? Petrovka ist links von Gwozno. Also Airfield hoch. Ja. Und da drüber ist ja dieser Baschnia. Ja, also müssen wir Richtung Süden weiterfahren einfach. Ja, einfach weiter runterfahren.
Einfach weiter runterfahren und dann die erste Links ab. Kommen wir da durch. Achso, soll ich mir mal erstmal das Feindesgebiet markieren? Gwozno? Dass wir in Gwozno vielleicht Leute vom Berg wegschießen? Ich hab doch einen Sniper. Immer. Okay, Gwozno ist 2,8 Kilometer entfernt. Noch haben wir auch nicht so viel Ladung, die wir verlieren könnten. Naja, meine CZ wäre ein bisschen ärgerlich, aber ist egal. Haben wir da nicht noch eine? Ich glaube, Ponna hatte eine. Ich weiß gar nicht, woher hatte ich die. Ich habe irgendwann mal eine in eine Kiste gelegt, auf jeden Fall. Ja, das ist aber nicht deine, keine Sorge. Deswegen meine ich ja, wir müssen nur eine haben, oder? Das mag sein, ja. So, dann halt mal aber ein bisschen Abstand von Wurzeln. Was man in eine Kiste legt, hat man eh keinen Besitzanspruch. Ja, das stimmt. Deswegen, Mav, leg da nicht immer deine Freundin rein. Tut mir doch leid. Die lässt sich schon falten, Mann. Ja. Halunka, hast du das Bild gesehen, was ich gestern gepostet habe mit dem farbigen, der neben der Gummipuppe? Es hat keiner was zugeschrieben, ich war so traurig. Aber jeder hat gelacht, bestimmt. Ja, hundertprozentig. Aber der Blick von dem Typen, das war so genial. Aber muss ich dran denken, dass ich das hier einblende, damit die Leute wissen, was ich meine. Ich glaube, an die nächste Straße links ab, ne? Die, wäre das die hier? Ja, seid ihr jetzt an dem Turm, an dem großen... Hä? Mehr, wo bist du denn? Fahr einfach weiter geradeaus. Ich dachte, du wärst noch hinter uns. Ja, ihr seid schon eher losgefahren. Ja, da kommt er gerade. Ich komm. So. Wir haben noch 2900 Meter vor uns. Ey, mach keinen Krach, mach keinen Krach. Ich guck mal auf die Karte, ob die Gegner noch da sind. Ja, die sind noch da. Ne, warte mal, jetzt fahren wir ja Grischino. Oh. Grischino links. Ne, doch. Aber ich glaube, wir sind die untere abgefahren. Ja. Eine zurück. Obwohl, warte mal. Fahr geradeaus an der Kirche vorbei. Ja, und dann, diesen Gammelweg, den kann Mav doch nicht vernünftig fahren. Da komme ich doch nicht mit meiner Karre durch. Aber warum ist... Hier ist eine normale Straße und kein Gammelweg. Hier ist das als Straße angegeben. Dann soll Mav jetzt aussteigen und bei uns mitfahren. Weil irgendwie passt das sowieso nicht so ganz. Oder ist das jetzt hier der Weg zum Teufelsschloss? Ich komm. Warte, ich versuch's mal. Ist das jetzt hier Grischino gewesen? Ja, warte, hier die Kirche, dann darüber, dann rechts runter. Dann lass ich die Karre jetzt einfach stehen. Ist richtig, Halunke, ist richtig. Ja, hier weiter fahren? Ja, bin hier drin. Weiter und dann die nächste links. Siehst du eigentlich keinen Kompass, wenn du die Map offen hast? Ja, doch. Da siehst du ja immer unsere Position drauf, ne? Das weißt du. Auf dem Kompass? Ja, klar. Auf dem GPS meine ich. Nee, GPS habe ich nicht. Seh das bei mir, das GPS. Ja, du bist ja auch im Auto, du bist Fahrer im Auto. Ach so, da liegt das. Wie, wenn du Fahrer bist, hast du ein automatisches GPS? Also ich kann die Position sagen, wir sind 62,49. 62,49. Okay. Wo ist Mav? Ich sitze drin. Ach so. 49. Ja, das passt genau. Aber ich habe die Position nicht gesehen. Dann siehst du das nur, weil es im Auto ist, ja, als Fahrer. Mhm, das ist cool. Ja, ja, passt ja auch. Krischen, oder? Ja. Ich guck nochmal auf die Map, ob die Gegner noch da sind. Ja, sind doch da. Wuhu! Ein paar Gegnernatzen. Da freue ich mich ja drauf. Also auf diesem Server sind so die Gegner so richtige Schmankerl. Player-Menü, ruhig mal ein bisschen hier Medium die. Oder machen wir mal Fahr. So, damit ich weiter gucken kann. Wenn ich die Fährst Gegner gleich sehe. Links hoch, ne? Oder bist du schon? Ne, noch nicht. Noch nicht ist er. Von mir reicht auch. Lass mal einen guten Sicherheitsabstand nehmen. Die hören unser Auto ja. Ja, natürlich. Auto! Wo? Vor uns. Ah, ich dachte, ein Fahren ist. Scheint aber auch heile zu sein. Also von den Rädern her. Service Turbos sind auch fit. Hier links, oder? Ja, ne? Hier links. Aber das Stereo sind jetzt auch, ne? Stereo sind auch Gegner? Ja. Oh, Alunke. So, noch kommen wir jetzt noch zum Castle, oder nicht? Da hinten ist es doch. Noch 2,3 Kilometer. Aber zum Teufelsschloss wollen wir nicht, oder? Oder wollen wir da auch mal nach... Drauf, ja, wo wir da nicht parken. Ja, dann fahren... Da könnten wir gute Sachen finden. Ja, oder? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Knicklichter finden wir da auf jeden Fall. Da unten ist das Kaff, ne? Ob ich da unten jemanden sehe von hier? Nee, niemals.
Aber vom Schloss vielleicht von oben runter. Bam! Ein 2 Kilometer Headshot, das wäre natürlich nice. Ja, was heißt in den Regeln kein Beschuss vor 600 Meter? Ja, was Base angeht, oder nicht? Ja, das frage ich mich immer wieder, wenn ich es lese. Bezieht sich das wirklich auf die Base oder ist das eine eigenständige generell. Regel? Wie, das heißt generell aus so einer Entfernung ja, darfst du keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kein Beschuss vor 600. Das wäre voll albern. Ja, dann darfst du nicht aus. Aber eine Basis darfst du doch generell nicht beschießen. Ich dachte, es hieße 600 Meter nur bei der Base. Also, dass die Leute aus 600 Metern Entfernung nicht auf die Base schießen dürfen. Ja, du darfst doch generell nicht auf die Base schießen. Links hoch jetzt? Ja, links hoch wäre Castle. Oder? Sagt was. Ja, fahr zum Castle. Da können wir echt knicklichter finden. Aber da müssen wir aufpassen, dass keiner oben drauf ist. Das verstehe ich auch nicht, was das bedeutet jetzt. Außerdem haben wir gar keine Distanzmesser. Okay, gut, ich weiß schon, dass das jetzt hier einen Kilometer entfernt ist, aber ich glaube nicht, dass das mir verboten ist, jetzt von hier zu schießen. Zumal ich nicht glaube, dass die Kugel auch ins Ziel kommt aus der Entfernung. Okay, mal hochgucken. Ja, aber Turm. Dann Sniper-Elite-Fähigkeiten, wer weiß. Ja, Sniper-Elite, das war was anderes. Da oben am Turm könnte... Nee, ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Hier vorne sind Schmerzmittel und Patronen. So, aussteigen. Da hinten ist ein Traktor. Ich check den Traktor ab. Ich geh gleich mal hier hoch in den Turm. Ich guck mich so ein bisschen um. Oh, Zombie. Hey, der Traktor ist nicht als Fahrzeug, ne? Hier ist ein Gegner. Oho. Der ist vom Traktor überfahren. Ach so. Zieh dir das mal rein. Der liegt da unter. Das ist ja lustig, hat er was bei? Nee. Nur Flashlight. So, da komme ich mit in den Turm. Der ist runtergefallen oder was? Hm. Idiot. Huch, daneben gelaufen. So. Streichhölzer, habt ihr Streichhölzer? Habe ich jetzt nicht dabei, aber kannst du mal einen Rucksack im Lager machen. Haben wir welche. Oh, hier sind Zombies. Ah, ich hab noch muss mal schießen, oder? Oh, ja, mach mal. Nee. Wenn ihr den Rucksack seht, dann sagt Bescheid. Hier ist eine Makarov. Oh, was haben wir denn hier für nette Munition? Die Enfield-Munition, die geht ja auch in meine CZ, ne? Hier ist ein Zelt, wollen wir das auch mitnehmen? Rote Knicklichter. Alter. Siehst du, hat sich schon gelohnt. Ja, eins aber nur. Ja, trotzdem. Eins ist besser als? Keins. Mhm. Aha. Hier oben sind nur Dosen. So, jetzt will ich mal gucken. Jetzt mache ich mal meine Distanz. Das kann ich ja im Player-Menü, ne? Kann ich ja insane. Worauf steht denn die standardmäßig? Medium wahrscheinlich, ne? Alter, jetzt ruckelt es ein bisschen, aber das ist egal. Jetzt gucken wir da mal hin. Ist auf der Karte noch jemand? Ja, Gegner sind noch da. Okay, ich sehe Zombies. Ich sehe das kleine Kaff. Ist ja voll geil. Wir haben auch gerade mal auf Insane gemacht. Oh ja, die FPS gehen runter. Na, habe ich... Wenn ich nicht durchs Dings gucke, nicht durchs Fernglas, dann habe ich 16 FPS. Oh, guck mal, Pommeslieferant wurde getötet. Ist ja ärgerlich. Oh, der ärgert sich bestimmt schwarz, du. War das ein farbiger Witz? Nein. War's wirklich nicht. Du kleiner Rassist. Ich bin fast runtergefallen. Also ich habe die Zombies gerade da gesehen im Kaff, aber ich sehe jetzt keine mehr rumlaufen. Mal gucken, da ist der Weg. Da hinten ist noch die andere Burg. Vorsicht, komm hoch, nein, nicht erschrecken. Mav, mach mal ein Player-Menü auf Insane, ey. Da kannst du echt kilometerweit gucken, ne? Das ist der Wahnsinn. Der Zombies muss nochmal schießen. Das musst du mir kurz erklären. Also, du gehst auf Scroll runter, ne? Ja. Player-Menü.
Und dann gibt's links doch Near, Medium, Far und Insane. Und dann machen wir Insane an. Also ich sehe einen toten Zombie. Ich also sehe irgendwie ich, noch. Ja. Ich drücke auf P für Player-Menü. Hä, nicht auf P. Ist das die Abkürzung? Hab ich noch? Nee, das nicht. Dein Scrollrad, ja, an der Maus. Ah. Drehst du runter. Nee. Ja, jetzt verstehe ich. Aber komisch ist, dass dort Gegner angezeigt sind. Aber ich keine Gegner sehe. Aber ich sehe auch nur eine Hälfte von dem Kaff. Aber da verruckelt es jetzt auch ganz schön, ne? Das ist mir zu ruckelig. Ja, ich schraube das jetzt auch gleich wieder runter, weil so weit muss man ja eigentlich nicht gucken. Bei dem Wie ist Game. Normal? Medium ist normal, ne? Bestimmt. Ja, du kannst aber auch Nier machen, das ist egal. Tja, wollen wir zu dem Kaff hin? Ja, ich glaube, hier gibt es jetzt nicht mehr wirklich was. Hinten ist noch ein anderes Kaff. Ja, ich bin ja scharf auf ein nochmal bisschen. Hingucken. Auf ein bisschen Action, ne? Ja. Da bin ich auch. Oh, der hat was bei. Das mit der Kugel, das ist, nee, wie heißt denn das? Mogliewka, ne? So genau kenne ich das hier nicht. Okay, also Gegner, keine gesehen, ich komme runter. Ah, hier die Munition nehme ich noch mit. Soll ich das Zelt auch einstecken? Seid ihr gerade hier unten? Ich bin hier unten, ja. Oh, sag doch was. Hallo? Bist du reingekommen? Hallo? Hallo? Bin's. Hi. Ja, Hannes. Hannes, was geht ab? Hannes kann es. Pseudo, was geht? Aufnahme? So, Alex, logisch. Runter? Ich komme. Hallo. Wir wollen jetzt gleich ein bisschen Action machen mit Gegnern. Ich habe schon von einem Team hier mit einer 1911 wen weggeschossen. Oder mit einer 1911. So, ich bin als Passagier drin, kann losgehen. Und jetzt fahren wir extra in einen Kaff, wo Gegner sind. Ja, ich komm. Das wird richtig lustig. Wo lang? Erstmal wieder die Straße runter, ne? Also zurückfahren. Also wir sind jetzt auch draußen, ne? Ja, aber in dem Kaff da oben sind sie immer noch. Da sind sie noch. Hä? Alunke, hinter uns war der Ausgang. Ja, hier ist auch einer. Ah, okay. Irgendwie kommen wir schon raus. Jo, nach links. Insane in the membrane. Nee. Insane in the membrane. Mav, du musst mehr dazu sagen als ne. Ja, ich weiß nicht. Insane in the membrane. Ja, hier ja, geradeaus über die Wiese, komm. Gesehen. Komm, einfach geradeaus über die Wiese. Dann sind es nur noch 1-4. Ist ja albern. Müssen wir da nicht schon da irgendwo mal parken? Weil man hört die Autos ja relativ weit. Ja. Einfach vorfahren. Also ich würde auf 800 Meter würde ich ranfahren oder auf 600. Jetzt sind es noch 1-2. Habt ihr heute auch schön Löwenzahn das Kinoabenteuer bei ZDF geguckt? Nee, ach, war das nein. Schön. Ach, Mensch. Ich habe schon ewig kein Fernsehen mehr geguckt. Ewig. Kannst du auch nicht. Zahlst ja auch kein GZ, ne? Ja, der Schlüssel hier geht ja auch, aber ich habe ihn nicht. Okay, 900 Meter? 800 Meter? Ich lasse mich doch nicht beeinflussen von irgendeiner komischen... Der Pommes-Typ ist schon wieder gestorben. Ja, der hat's echt nicht drauf. 700 Meter? Aber hier dich schon mal parken? Habt ihr euch schön Blut eingepackt? Eins musste ich schon nehmen, ey, weil mich ein Zombie richtig übel erwischt hat. Die denn immer noch da? Warte, ich gucke. Ja, immer noch da. Ah, ja, ich hab Blut. Ich hab aber kein Dingsfuß. Wo seid ihr? Hier vorne im Wald. Und dann gucken wir da mal runter. Was hast du nicht? Morphin. Alles. Ist dich vorne alles besorgt vorhin. Ja, aber ich hab's nicht mitgenommen. Ich wieder weiß. Stelle vom Auto mehr. Der Mav hat kein Morphin mit. Halunke, ich glaube, wir können noch ein Stück näher ranfahren, weil hier sind wir gut geschützt durch den Wald. Das kannst du also auf jeden Fall hier runterfahren. Also war jetzt nicht eben laufen? Es sind noch 500 Meter. Habt ihr die Schüsse gehört? Nee. Ja.
Ja. Wo? Irgendwo rechts. Schon wieder. Ja, jetzt habe ich was gehört. Okay, leise. Mal auf die Karte gucken. Sind noch da. Dann jetzt über die Straße in der anderen Welt, ne? Ja, würde ich sagen, Obwohl, bloß. ist das hier rechts oder nach hinten? Links, links, links. Jetzt die Straße runter. Da sind die Da Gegner. jetzt in die Richtung ist auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine Map mehr, deswegen. Ach so, hier links, Halunke, die Straße runter. Gehen wir jetzt hier rüber in den anderen Wald. Einmal die Straße überqueren. Ja. Wenn ihr sie seht, sagt Bescheid. Sniperman ist bereit. Wieder Schüsse. Ja, habe ich gehört, aber die sind echt links von uns, also lasst uns durch den Wald gehen. War, glaube ich, eine Pistole, ne? Ja. Komm mal ein bisschen näher zu euch hin hier. Das wird ein Spaß, ey. Schön wegnatzen! Hier ist eine Karre übrigens, ne? Ja, Mal aber reingucken? Ich weiß die ja nicht. ist, glaube ich, Schrott hier links, ja? Keine Ich gucke Reifen. wenigstens mal Gear. Hast du denn nicht den German Patcher vom Halunken drauf, Nein, dass du tut mir doch Gear gucken musst? leid. Ne, finde ich jetzt nicht. Ich komme mit. Hab ich noch nicht. Ich höre jetzt das immer wieder. Wie schnell ist denn der Reload von so einer CZ? Wie bei Keine der Ahnung. Enfield? Schätze. Warte, noch So Karte ungefähr. gucken. Sind noch da. Mal fix nachgeladen, ne? Ja, alles nachladen. Auch die 1911. Mal gucken, ist die voll? Auch nachgeladen. Oh, es kribbelt. Oh, ich krieg Bauchweh. Ja, Schön ist ganz das. cool. Das muss, so muss das So sein. muss das sein, ne? Wo Wenn seid ihr sich. jetzt hier alle? Ja, wir haben kurz Hinter mir nachgeladen. ist. Ja, ich komme gerade auf dich zu. Du hast Also, gerade deine Alter, Maske seid ihr wieder was? nicht auf. Ich dachte gerade schon wieder, wär's ein Gegner. Ah, hier, sieht anders aus. Kannst du nicht machen. Weiß nicht so richtig die Richtung gerade. Ja, Oh, der da so. Pommeslieferant, ne? Opfer. Ja, Vorsicht, Das war Vorsicht. ziemlich nah. Ja, hier geradeaus vor uns irgendwie, ne? Ah, Leute. Ja, da ist ja was hier. Mehr leise, leise hinhocken. Oh, jetzt kriegt er ein Warning. Ja, haben wir ja auch gekriegt. Rotes Haus oder was? Ja, irgendwo so. Was wird sein hier? Ich guck mal in die Scheiben vom Roten. Hat jemand noch einen Painkiller? Halunke macht's richtig. Nee, habe ich gerade nicht. Oder doch, ich habe eins im Rucksack. Kannst du mir das geben? Brauche ich selber. Ich zitter auch wie ein Sau. Wie Okay. Sau. Mit dem Sniper ist das doof. Die Warnung ist weg. Okay, es ist orange. Also, die sind auch noch hier. Ja, ich glaube, die geht immer nach einer Zeit weg dann. Da unten liegt ein toter Zombie. Linke Seite von Mav. War aber direkt vor uns hier, ne? Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Nicht in der Scheune da hinten oder so. Ich kann es dir nicht sagen. Also der Zombie Ah, liegt vorm grünen Haus. hätte Was? mich mal ein bisschen weiter rechts. Makarte, immer noch orange. Ah, die bücken jetzt vielleicht ab. Oder Ja, der. das machen wir jetzt auch. Flankiere so ein bisschen, ne? Also ich bewege mich gerade immer weiter nach rechts. Ja, ich bin immer noch hinter dir. Ich bleibe aber jetzt Achso. hier oben in den Büschen. Hallo Mav. Hallo. Wo ist der Halunke? Rechts von uns. Da hinten. Also ich tippe hier aufs rote Haus gerade irgendwie. Backsteinhaus. Ja, tippe ich einfach nur aus dem Gefühl heraus. Ich meine, er sieht hier auch, dass wir hier sind. Natürlich. Deswegen wird er sich jetzt verstecken. Okay, da vorne rennt ein Zombie. Geht ein Zombie. Wenn sie laufen, wissen wir Bescheid. Einfach mal ein bisschen sondieren, ne?
Oh Mann. Geht's euch auch gerade so schlecht bei dem Gedanken dabei? Überhaupt nicht. Was hast du denn? Pass auf, ich, wenn du hier liegst, Mav, dann rolle ich mal wieder auf die andere Seite, nach links. Okay. Also ich bin jetzt eine ganze Ecke höher, ne? Ich gehe gerade links. Ich habe die Straße nach oben im Blick. Okay. Weiter nach rechts bist du gegangen? Und ich gehe gerade weiter nach links. Dann bleib ich hier in der Mitte. In den Hang hoch ein bisschen. Ja, nicht, dass sie hier irgendwo hinter uns im Wald sind, ne? Dann Arschlecken. Nee, die waren ja direkt vor uns, da muss ja einer geschossen haben. Ja, ich hab meinen Schüssen hier gehört. Die kamen hier von vorne. Die sind auch noch da. Ja, ich glaube langsam auch, dass die in dem roten Backsteinhaus sind. Weil jetzt mal irgendwann einen Schuss reinhaut? Nee, das ist blöd. Dann verraten wir unsere Position. Ja, und Zombies kommen zu uns gerade. Richtig, richtig. Ich schleiche gerade ein bisschen weiter nach vorne. Gerade am Überlegen, würde ich komplett die Seite zu wechseln. Ach so, ja. Einmal ums Haus rum oder was? Haben wir so mehr in der Zange. Ja, ich renne gerade noch weiter nördlich. Mav, wo bist du? Bist du noch in der Position? Ja, ich laufe ein bisschen weiter rechts, wenn er auch rechts läuft. Pseudo, kommst du eigentlich auch hierher? Wo ist der Pseudo? Also ich bin jetzt gleich in Höhe rotes Backsteinhaus. Gleich an der Nordstraße. Oder ist das Norden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Kompass. Oststraße. Da oben die Straße halt, ne? Bis in den Hügel hier hoch. Ja, und ich bin sehr, sehr westlich von dem Haus. Jetzt müssen wir wie ein Armer reden. Ey, 3 Klicks. Ja, genau. Ich wurde aufgeklärt übrigens, ne? Ja, wurde aber auch mal Zeit, ey. Endlich hat deine Mutter da Zeit für gefunden, dich aufzuklären. Das finde ich gut, Okay. Also, sind noch. Ey, die müssen doch hier irgendwo sein. Ja, dann haben die aber auch Bock auf Gebäsche. Wenn die nicht abhauen. Oder keinen Bock. Oder Angst. Ja. Vielleicht hat er auch die letzte Munition verballert an irgendwelche Zombies und hat jetzt echt Schiss. Aber ey, setz live. Hier ist doch nichts los. Was, wenn ich jetzt er wäre, ich würde doch so schnell wie möglich, also, ich weiß ja, wenn er wirklich im Roten ist, dann ist es ja scheiße. Wenn er Meldung gekriegt hat, dann weiß er überhaupt nicht, aus welcher Richtung wir kommen. Kann ja sein, dass du dann, wenn du wegrennst, den genau in die Arme rennst. Richtig. Wird, glaube ich, auch einfach lieber abwarten. Abwarten, ob einer kommt. So, ich bin jetzt genau Höhe vom Roten Haus. Kann gleich noch. Ich bin jetzt auf der anderen Seite des Dorfes. Da sind tote Zombies auf jeden Fall, hinter dem Roten Haus. 2 Stück. Da am Zaun entlang? Hinter dem Zaun? Hinter dem Roten Haus. Also von mir aus gesehen links hinterm Roten. Ich habe hier nur relativ wenig Deckung. Alter, da liegt irgendwas im Haus. Im Haus? Oder im war Haus. Das der Pommeslieferant und ist gestorben? Ach nee, sie ist ja immer noch Werner. Ich glaube, da ist der Spieler. Also der hat ein Enfield oder sowas. Ich weiß es nicht. Im Backsteinhaus? Ja, ja, ja. Auf der, ja, anderen Seite des Backsteinhauses. Soll ich jetzt mal gehen? Ich geh jetzt mal. Also irgendwas... Oder ist das ein Zombie? Aber da ist... Boah, da liegen tonnenweise Zombies im Eingang von der anderen Seite. Ja, hier auch. Ich sehe auf jeden Fall die Zombies. Kommt einer zufällig ein mit? Riesenhaufen. Ja, ich krabbel gerade auch näher. Den Haufen sehe ich. Halunke. Seid ihr jetzt genau auf der anderen Seite? Ich bin genau auf der anderen Seite vom Eingang, ja. Und ich sehe Mav, ne? Der ist noch oben am Hang. Ja, ne? Ich laufe gerade aufs Haus zu. Haben wir es voll umstellt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob da jemand sitzt mit einer Ich mache jetzt nochmal hier Insane, ey. Medium wenigstens. Mal gucken. Close. Ändert nichts an der Sicht. Und sieht er mich nicht. Kann noch mal einer auf der Map gucken? Map, immer noch, ja. Orange. Ist noch. Junge, geht mir die Buchse. Da unten kommt ein Zombie. Wenn da einer so einen Haufen Zombies erledigt, dann muss der da noch drin sein. Seid ihr in Gewotzten? Wir sind in... Gewotzno, Alter. Gewotze, ey. Wie sieht's denn zeitlich aus? Oh, nur noch 4 Minuten von diesem Tagebucheintrag. Haltet euch fest. Ich bin jetzt ungefähr 100 Meter vom Backsteinhaus weg, von der anderen Seite. Bin ich jetzt 50. Den Zaun durch. Ah, ich seh dich. Siehst du mich auch? Ja, ich seh dich auch. Alles klar. Bin's hinten, ne? Also im Hof quasi.
Ich versuche jetzt auf dem Hof ganz leise ranzuschleichen. Wenn er natürlich jetzt um die Ecke kommt, erschießen wir uns gegenseitig. Ja, ich gehe gerade ein Stück weiter nach links. Ich warte hier mal ein bisschen. Welche Eingänge kommt hier? Hä, wir sind an beiden Eingängen. Ja, Eingänge gibt's nicht. Hast du eine Granate? Nee. Aha. Ausnahmsweise nicht. Leise. Ich kann mal das Fenster reingucken. Habe ich auch schon überlegt, so ans Haus ranrollen und dann die Kamera so ja, reinmachen. Ja, mache ich gerade, aber ist dicht. Bist du auf meiner Seite oder wo bist du? Ich bin jetzt hinten. Bist du gleich irgendwie Ponne, Quatsch, Halunke irgendwie. Halunke hat mich gerade beim Vorbeischleichen gesehen. Ich bin jetzt kurz vor der Straße. Okay, ich gehe gerade mal näher ran. Ja. Oh Gott. Ich schleiche kann auch extra nur, langsam. Wenn kann er nur da drin sein. Ja, ne? Also ich sehe keinen. Zumindest am Eingang nicht. Ist hier einer auf meiner Eingangsseite? Ja, Mav. Oder ich nicht? Bin hier. Bist ich du direkt dran am Haus? Direkt am Eingang bin ich. Oh, sag das doch, ey. Hab ich die ganze Zeit gesagt? So nah bist du mir nicht bewusst. Hast geschossen. Erschießen, dann fragen. Immer. Hier scheint aber keiner zu sein. War schon drin? Ich sehe das in dem Zombiehaufen nicht. Ich bin jetzt, geht's rein. Jetzt in dem Moment. Der steht oben. Ich ja? Bin zurück. Wisst ihr, in dem Haus sind doch Treppen, die nach oben führen. Mhm. Ja. Der steht da oben und wartet. Kann der auch oben am Dings sein? Also kann der oben aus den Fenstern gucken? Nee, da kannst du nichts. Das ist eine Tür, da ist nichts. Das ist einfach nur ein Tunnel. Der kann nichts sehen. Okay, das heißt, er kann nur diese Treppe da hochgehen, ja? Runterkommen. Ja. Alter. Er kann sich aber auch ausloggen. Nee, darf er jetzt nicht. Ja, hat vorhin der eine bei mir auch gemacht. Mev, du hast ihn schon gesehen, ja? Er hat melden. Ich guck nochmal. Ich hab. Ja, ja. Weiß ja nicht, wer er war. Boah, dann meldest du unbekannt. Die Admins finden das raus. Mev, nicht so weit nach vorne. Ja. Er ist da. Ich komm jetzt wieder zurück und. Mev, jetzt spring nochmal um die Ecke und knall ihn ab. Ja, genau. Weißt du? Dauerfeuer. Wer ist das, Alex? Ich bin das. Ich bin drin. Ist die Waffe, die er hat? Nicht, dass er dich hört. Was für eine Waffe? Hab ich nicht gesehen. Ich gucke. Cool bleiben. Lee Enfield und er ist ein Neger. Okay, pass auf. Lee Enfield ist natürlich brutal. Ja, aber er kann nur einmal schießen. Wieso? Einer rennt vorbei, dann schießt er und dann der andere. Idee. Meinst du auf 1911? Bin hinter dir, Merv, ne? Ich habe auch auf 1911 geswitcht. Soll ich ihn mal... Wieso das? Na, weil ich damit schneller schießen kann als mit meiner Sniper. Ach so. Ja, aber Mev hat doch Cobra. Ich hab eine AK, ja, ich kann ihm gleich ein Magazin reindrücken, ey. Warte, der hat gerade gerade eben hat er nachgeladen. Ich sehe dich, du Pansen. Pass auf, einer rennt jetzt vorbei und der andere schießt. Ja, pass auf, da muss aber der Mev eigentlich durchlaufen, ja, weil dann ist er auf unsere Seite fixiert und dann kann der Halunke schießen. Meine Rede. Kommst du mit? Halunke, alles klar? Ja. Auf drei. 1, 2, 3. Der hat gar nichts. Ah. Yes! SG1! Achtung, hey. Hinter dir Zombie. Ich nehme ihn auseinander. Ja. Was hat denn der? Blutkonserve, wunderbar, brauchen wir. Hat er geschossen? Alter, und die Zeit ist vorbei. Hey. Also, meine lieben Freunde, wir sehen uns gleich im 12. Tagebucheintrag wieder. Also haut rein und bis dann. Ciao, ciao.